Sonne steht hoch über den Weinhängen an der Mosel, ein wenig Wind und fast keine Welle auf dem Fluss. Ein Tag wie ein Gemälde. Einfach Wassersport für Genießer. Wir sind unterwegs, um die Nimbus 335 Coupé weit ab ihrer schwedischen Heimat zu testen. Gebaut für raue skandinavische Verhältnisse, hat die Motorjacht an diesem goldenen Herbsttag ein leichtes Spiel. Wir lassen uns von dem ruhigen Geradeauslauf und dem gut gedämmten Motorengeräuschen verführen und träumen von Ausflügen in die weite Welt. Nichts kann das Schiff aus der Ruhe bringen. Auch das Kreuzen der Wellen anderer Schiffe bringt die Yacht dank Doppelruder und optimierter Rumpform nicht vom Kurs ab. Beabsichtigte Ruderbewegungen werden jedoch direkt umgesetzt. So hat man die Yacht gut im Griff und fühlt sich schon nach den ersten Meilen richtig heimisch an Bord. Schaut man sich die Nimbus 335 Coupé von oben an, wird ein asymmetrischer Aufbau erkennbar. Das hat zwei Vorteile. Der Durchgang an der Steuerbordseite mit Zugang zum Skipperplatz ist sehr breit und damit sicher. Und der Kajütaufbau erhält trotzdem beachtlich viel Raum. Damit ist die schöne Seite der Yacht definiert. Steuerbord. Der Skipper erreicht durch die Seitentür an Steuerbord schnell Bug und Heck seiner Yacht und kann zum Schleusen leicht einen Festmacher über die Mittelklampe legen. Für den Einmannbetrieb ist die Seitentür geradezu ideal. Im offenen Heckbereich gibt es eine variable Sitzecke. Der Tisch lässt sich nach Bedarf drehen und die achterliche Sitzbank lässt sich abklappen. So bekommt man mehr Platz und bequemen Zugang zum Motorraum. In die Badeplattform der Nimbus sind zwei Nassschaps und die Badeleiter integriert. Zum Wohlfühlen trägt auch der Innenausbau der Yacht bei. Sehr gute Verarbeitung, viel Holz und ein 360-Grad-Rundumblick aus dem Salon machen die Nimbus 335 Coupé auch im Hafen zu einem liebenswerten Begleiter. Die Werft hat es geschafft, auf 10,20 Meter alles zusammenzubringen, was für eine längere Urlaubsreise notwendig ist, ohne dass die Yacht überladen wirkt. Ein gut durchdachtes Platzkonzept ist dafür die Voraussetzung. Dazu gehören die klappbare Beifahrerbank, die im Hafen die geräumige Sitzlandschaft komplettiert, der absenkbare Salontisch für ein Gästebett, ein per Fernbedienung ausfahrbarer Flatscreen und jede Menge nützlicher Ablagen und Schaps. Die Pantryzeile an Steuerbord ist genauso gut organisiert. Sinnvoll gegliederte Schubladen und Schrankfächer halten Küchenutensilien, Gewürze, Gläser und Geschirr an Ort und Stelle. Große Arbeitsfläche, Spüle mit Schneidebrettern, Kühlschrank und Herd komplettieren die Serienausstattung. Der ausklappbare Spritzschutz am Herd beweist, dass man bei der Planung intensiv über das Leben an Bord nachgedacht hat. Und das Ganze immer mit einem tollen Blick rund um den Liegeplatz. In die Tiefen des Schiffes führen dann ein paar Stufen. An Backbord öffnet sich die Tür zur Gästekabine, an Steuerbord die Tür zum Sanitärbereich. Geradeaus geht's durch eine platzsparende Schiebetür in die eigene Suite. Die ist der Bootsgröße entsprechend komfortabel eingerichtet. Dazu gehören zwei Schränke, Ablagefläche, Bücherschapp und sanft auf Rollen laufende Schubladen. Ein über 1,80 Meter großes Bett dominiert den Raum. Licht und Luft gelangen über die Decksluke herein. Für Gäste steht eine weitere Kabine mit einem großen Unterflurbett und ausreichend Schrankplatz zur Verfügung. Gegenüber geht's in den Sanitärbereich. Das Raumangebot ist nicht üppig, aber zweckdienlich genutzt. Immerhin wird neben Waschbecken und WC sogar ein mit einer halbrunden Plexiglasscheibe abtrennbares Duschabteil verbaut. Wieder im Salon inspizieren wir den Skipperplatz etwas genauer. Der Sitz ist formstabil gepolstert und lässt sich vertikal verschieben. Die Anzeigeninstrumente sind selbst bei direktem Sonnenlicht gut ablesbar. Nur der Kompass hat eine leicht irritierende Position. Am Ruder benötigt man 5 Umdrehungen von Steuerbord bis Backbordanschlag. Auch wenn aktuell nicht benötigt, 2 Scheibenwischer mit Waschanlage und Frontdüsen für Warmluft zeugen von der skandinavischen Herkunft der Nimbus.
Wir nutzen an diesem sonnigen Tag lieber die Möglichkeiten, die Sonne ins Schiff zu lassen. Große umlaufende Fensterfläche, Heckschiebetür, zwei große, einfach zu öffnende Schiebeluken und eine seitliche Schiebetür am Skipperplatz machen das Frischluftereignis des Coupés perfekt. Zum Sonnen könnte man aufs Vorschiff gehen und zum gemütlichen Beisammensein hält die Yacht den offenen Heckbereich bereit. Hier findet man bei rasanter Fahrt auch Schutz vor allzu viel Wind. Aus der Verdrängerfahrt mit 5 bis 6 Knoten schiebt sich die Nimbus bei rund 2400 Umdrehungen hinaus und kommt ins Gleiten. Sehr weich und harmonisch rauscht sie dann über die Mosel. Bei gut 24 Knoten erreicht der Volvo Penta mit 300 PS seine Höchstgeschwindigkeit. Beachtliche Fahrwerte, wenn man bedenkt, dass wir mit 4 Mann an Bord sind. So viel Rasanz hat man der Yacht auf den ersten Blick kaum zugetraut. So schön der Rausch der Geschwindigkeit auch ist, die Nimbus ist, schon um eine große Reichweite zu halten, eher ein Schiff zum beschaulichen Reisen. Es wäre schon sehr schade, wenn diese wundervolle Landschaft einfach nur an einem vorbeifliegt. Aber schön zu wissen, dass man könnte, wenn man bloß wollte.